Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Party 5 im Story-Modus. Ich muss euch etwas beichten. Ich hab Scheiße gebaut. Also nix Schlimmes in dem Sinne. Wir haben ja ganz bewusst zum Anfang des Let's Plays die Schwierigkeit leicht genommen. Ich habe erfahren, wenn man auf normal oder auf schwierig spielt, dann kommen mehr Maps im Story-Modus dran. Was bedeutet, ich enthalte euch Content. Und das geht natürlich nicht, das ist ein absolutes No-Go. Und das möchte ich nicht. Das heißt, wir spielen jetzt auf leicht den Story-Modus zu Ende und spielen ihn dann nochmal auf knackig schwer. Das wird vielleicht ein bisschen hart, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich habe mich ja jetzt eingespielt. Mal schauen. Und ein Fail war auch dabei. Ja, also entweder wir rocken's oder ich verkacke gnadenlos. Aber Fakt ist, ich möchte euch hier im Story-Modus, so wie in allen anderen Let's Plays, keinen Content enthalten oder vorenthalten zumindest. Und deswegen muss ich dann da leider nochmal ran. Bedeutet für euch, mehr Folgen, mehr Content, mehr Cringe. Besser geht's nicht. Schneemann-Kapsel, was wirst du vom Schneemann zerquetscht? Verlierst du all deine Cups? Okay, gut. Wieso kann ich nicht nach unten rechts? Muss ich nicht verstehen. Da ist ein Duellfeld. Nö, das will ich nicht. Das muss nicht sein. Ich mach das hier. So, ich muss aufpassen. Ich hab jetzt... Ah, nee, erst muss ich würfeln. Jo, wo sind wir denn lang gegangen? Ah, okay, ich verstehe. Jetzt gibt's erstmal noch ein Duell. Hallo und Rula, Zeit für ein Duell. Nee, ist ja Fly Guy. Also, wenn Mario gewinnt, verliert M. Bowser R. genau 15 Münzen. Jetzt habe ich ihn gesprochen wie ein Roboter. Ja, kennen wir ja. Ne? Ist ja alles wie immer. Hallo Greenscreen. Ups. Ich habe den gerade vor der Aufnahme noch eingestellt. Sogar in der Aufnahme. Das habe ich rausgeschnitten. Weil mir das da erst auffiel. Was ist jetzt los? Das ist, weil ich immer so spät aufnehme. Dann ist es draußen schon, ja, meistens dunkel oder es dämmert. Sprich, kein Licht von draußen. Ich muss anfangen, früher aufzunehmen. Und nicht den ganzen Tag so ein... Oh, Mensch, halte dein Gewicht. Ja, gut, kennen wir. Ich muss anfangen, eher aufzunehmen. Mensch, Leute, das darf's nicht sein. So, das ist ein recht einfaches Minispiel. Oh, scheiße. Das ist L, ne? Ja, doch, ist L. Warum? Also irgendwas hat der Greenscreen heute. Was ist denn... Was mache ich denn hier falsch? Jetzt geht's wieder. Das liegt am Hintergrund des Spiels. Ich muss ihn jetzt so lassen, es tut mir leid. Okay. Ja. Ich kann es jetzt nicht ändern, das tut mir leid. Das ist gekrisselt, das ist ja widerlich. Das ist ja widerlich. Ja, komm, ich will mich davon nicht ablenken lassen, aber es stört mich mega. Schön ist das nicht. Ja, oder ich muss das Mikro so ein bisschen... Ja, dann muss ich weiter nach rechts. Warte. Ich versuche das Mikro so ein bisschen mehr ins Licht zu halten, weil ich habe hier schon eine Lampe. So, da, ich mach die einfach ein bisschen höher. Werde ich halt ein bisschen geblendet, aber dann ist die Aufnahme wenigstens nicht crap. Also, ne, im Sinne von Qualität. So, ich kann auf Donkey Kong landen oder ich hole mir eine Kapsel ab. Donkey Kong, was macht Donkey Kong? Bei den Mini-Bowsern verringert er die Münzen.
Bei mir würde er sie dann wahrscheinlich erhöhen. Hab ich das nötig? Nein. Und außerdem ist da auch kein Mini-Bowser, ne? Oh doch. Ja gut, die sind aber alle relativ weit weg. Andererseits, die können mich jetzt eh alle nicht einholen. Aber die Kapsel... Ich wollte gerade sagen, ich kann die Richtung nicht ändern. Okay. Eine Kapsel, was kann ich denn da im besten Falle bekommen? Komm, ich will wissen, was auf Donkey Kong passiert. Jetzt... bin ich doch neugierig. Ey, der Greenscreen heute, ne? Es ist schlimm. Es ist echt schlimm heute. Es ist echt pervers. Es tut mir echt leid. Das ruiniert jetzt die ganze Folge. So, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, du bekommst Münzen von Donkey Kong. Ja, das war obvious. 10 Stück. 10 Münzen. Naja, besser. Ja, nee, war vielleicht gar nicht so schlecht. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es am Ende. Vor allem, jetzt weiß ich's und, ne? Der Story-Modus ist nach dieser Map ja noch nicht vorbei, ne? Wie gerade eben erwähnt. So, er landet. Okay. Er hat sich selbst... Wow. Lol. Selber schuld. Sorry, aber selber schuld. Das war mein Feld, ne? Stimmt. Toll. Da war vorher eine Münze drauf zu sehen. Das heißt, hätte ich ein anderes Feld genommen, hätte er jetzt Münzen verloren. Also wenn ich die Kapsel auf ein anderes Feld gelegt hätte. Ey, ganz ehrlich, mit einer 9 hätte ich ihn gehabt. Andererseits, jetzt einen Pilz zu haben, ist auch nicht schlecht. Vor allem direkt, nicht als Kapsel, sondern als Item. Das heißt, ich kann ihn kostenlos nutzen. Ja, die 3 Münzen. Die jucken mich nicht. Dich kriege ich jetzt, pass auf. Ich nutze jetzt den Pilz. Ach, den muss ich sogar nutzen. Ich werde gezwungen. Eine 14. Ja. So, komm ran, Kollege. Jetzt bist du erstmal 20 Münzen los. Oder? Nein, 15, okay. Gut, weil sonst wäre es wieder wegen einer Münze. Im ganzen Story-Modus immer eine Münze. Der Greenscreen ist heute echt super. Schalterstampf, ein Glücksspiel. Toll. Toll. Es ist super. So, beim letzten Mal war es unten links in der Ecke. Nee. Nein, er will ihn hier. Hat er mich gerade geschlagen? Was? Warum kann man sich hier schlagen? Okay. Hat er den gerade zweimal betätigt? Ey, komm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Nein, Mist. Ich hab ihn auch getroffen. Ha, was ein Dulli. Oh, war das knapp. Oh, Mist, war das knapp. Aber das hätte man deutlich schneller. Ja, machen können. Oh, gebt euch das hier. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ne, das sieht man jetzt nicht gut. Das sieht man jetzt leider nicht gut. Das ist Eiskaffee und mit Vanilleeis drin. Das Beste, was man trinken kann im Sommer. Ich meine, es ist kein Hochsommer, aber mir ist eh immer warm. Also. Und gegen Kaffee habe ich auch nichts auszusetzen. So, die 6 Münzen. Komm, lass mich irgendwie auf einem Versus-Feld landen oder irgendwie so. Ja, da war gerade eins. Also, 8 habe ich noch.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauche ich gar nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. Da gehe ich lieber nach da, weil da lande ich wenigstens auf einem neutralen Feld. Und jetzt. Jetzt rammt er mich oder würfelt eine 1. Unschön. Jetzt jetzt kann ich ihn wieder nicht erreichen. Jetzt geht es nur darum, hin und her. Toll. Ich habe keine Kapseln. Warte, das ist mein eigenes Kapselfeld, ne? Fällt mir gerade auf. In den anderen Mario Partys, also 6 und 7, ich glaube sogar in beiden, ist es so, wenn man auf seinem eigenen Kapselfeld landet, kriegt man ja Münzen, ne? Das war in hier... Oh, okay. Wusste ich nicht, dass das hier in 5 so ist. Interessant, gut zu wissen. Ey, jetzt sammelt er wieder Münzen. Ja, und genau. Oh, was ist das? Ich bekomme die Hälfte der Namen. Was? Nicht dein Ernst. Und alle anderen, die da stehen, wäre das auch so gewesen. Alter, die Hälfte. Wow. Bring mir demnächst noch mehr Münzen mit. Ich habe noch einige Schulden bei Yandekiub. Alter, was ein Sack. Auch wenigstens erreicht er mich jetzt. Aber weil er mich jetzt erreicht und nicht ich ihn, geht es jetzt für ihn, glaube ich, nur um 5 Münzen, ne? Ja. Was absolut lächerlich ist. Oh, aber wir sehen vielleicht ein neues Minispiel. Am seidenen Faden. Am seidenen Faden. Zerschieße die Ballons deines Rivalen mit dem Blasrohr so schnell du kannst. A, B gleichzeitig. Ist ein, okay. Knopf-Smash-Spiel. Der Schlüssel zum Sieg. Drücke die Knöpfe 30 Mal, bevor es dein Gegner tut. Ja, das ist, Eskalation! Einfach. Ciao, mach's gut. Oh, ich hab auf den Monitor gespuckt. Ups. Alter, der Greenscreen ist heute echt. Das ist, es ist nicht mehr normal. Das tut mir echt leid. Ich werde demnächst eher aufnehmen und jetzt habe ich auch einen Grund. Sonst dachte ich mir mal, nee, komm, du kannst auch noch abends aufnehmen. Aber dann ist mir das hier nicht bewusst. Jetzt muss ich es mir mal merken und jetzt habe ich auch einen Grund, eher aufzunehmen. Für Qualität. So, komm, keine 1. Sehr gut. Jetzt heißt es nur noch gewinnen. Flammende Flugkröten. Nein, warum ausgerechnet dieses Glücksspiel? Jetzt entscheidet das Spiel, ob sich die Partie noch in die Länge zieht oder nicht. Wähle eines der drei Seile aus. Ist alles geskriptet von Nintendo. Viel Glück. Muss ich wieder anfangen? Ja, muss ich. Weil ich der... Keine Ahnung. Ich wollte rechts! Ja. Er nimmt nicht ohne Grund jetzt rechts. Nimm links. Das Spiel wollte, dass ich gewinne.
Sonst hätte es mich nicht nach rechts. Sonst hätte es. Ne? Oha. Da muss ich mich beim Spiel entschuldigen. Dankeschön. Es gibt doch noch einen Gott. Ja. Es war alles Skill. Easy. So, Bowser. Dein Traum ist geträumt. Schon wieder verloren. Wir können nicht mehr. Ihr Mini-Bowsers habt gut gekämpft. Was? Bald erfüllt sich mein Wunsch. Hä? Was gibt's da zu glotzen? Entspann dich. Bowser ist noch klar im Kopf, Mario. Mario, es ist Zeit für den allerletzten Kampf. Was? Es gibt noch eine Map? Und? Hast du Angst, Mario? Also, worauf wartest du noch? Traum gerettet. Vor wem denn? Ihm selbst? Es ist doch sein Traum. Rang B. Ja, kann ich mitleben. Bowser-Traum. Ja, das heißt Bowser-Traum. Nicht Bowsers Traum. Entschuldige bitte. Ja. Ich dachte immer, es heißt Bowsers Traum. Ja, es gibt doch eine Map. Let's go. Sorry für den Cut. Da bin ich wieder. Am nächsten Morgen, beziehungsweise, naja, morgen ist relativ. Es ist 2 Uhr nachmittags. Na bravo, Mario. Aber der letzte Kampf steht dir erst noch bevor. Was willst du tun? Nee, ich hol mir erstmal Döner und Pommes. Natürlich, wir machen weiter. Darauf habe ich nur gewartet, Mario. Der letzte Kampf. Okay, es gibt also eine Secret Map. Das war mir nicht bewusst. Also, wenn das eine richtige Map ist. Oh nein, es ist wie in Mario Party 4. Ein Endkampf. Oh no, please don't. Oh, okay. Konzentration. Willkommen in meine Arena des Grauens. Mal sehen, ob dir meine Spielsachen gefallen. Hallo, eine Steuerung? Wie wär's mit einer Steuerung? Wow. Hä? Hallo? Ich kann die Dinger aufheben. Ah, okay, ich verstehe. Oha. Oha. Hä, warum? Oh nein, nein, nein. Ja, genau. Ja, genau. Alter, die Steuerung ist aber gerade auch echt Müll. Die ist gerade echt AA. Ach, ich kann auch drauf springen, alles klar. Oh, lololololololo. Ja, das schaffe ich nicht. Da brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht versuchen. Man muss A gedrückt halten. Ja, komm. Ja, sorry. Ey, wegen einem. Wegen einem. Was? Okay. Und das zählt gleich als verloren. Was ein Jammer. Du glaubst doch nicht etwa, dass du eine Chance gegen mich hast. Was willst du tun? Die eine reinhauen. Okay, wir müssen alles im First Try meistern. Okay. Let's go. Jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Hey, geil. Geil. Combo. Oh, lol. Das war gerade echt nicht schlecht. Das. Was? Warum? Ja, komm, das eine Leben.
Komm her, ja. Komm her. Boah, das ist halt so gar nicht wie in anderen 3D-Marios. Komm ran, Kollege. Du kostest nur Zeit. So, was jetzt? Na gut, aber ich habe noch mehr auf Lager. Magst du eigentlich Feuerringe? Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, ist klar. Alla. Genau. Ja, genau. Alter. Wow. Ja. Ja, ist klar. Jo. Alla. Wow. Na, Mama Mia. Okay, ich hab's aber gleich. Wow, ja, das ist ja nicht wahr. Alter. Wow. Das reicht. Jetzt komme ich selbst. Ja, hat ja auch lang genug gedauert, du Feigling. Jetzt sag ich dir, was eine Hake ist, du Wicht. Okay, was muss ich gegen ihn machen? Was muss ich aus... Keine Zeit, okay. Ah, er muss wahrscheinlich... Ja, ist klar. Ah, ich muss ihn dazu bringen, auf ein und dieselbe Platte zu stampfen. Ha, Opfer. Hoffentlich hast du dir irgendwas geprellt. Hoffentlich den Schwanz. Oh nein, ich muss ihn dazu bringen, hier zu landen. Okay, okay, okay. Das heißt Abstand, Abstand, Abstand. Na, Mama Mia. Here I go again. Hier, spring, spring. Ja. Ha, Opfer. Second try. Oder? Ah, es ist noch nicht vorbei, oder? Nein, ist es nicht. Was willst du hier, du Wurm? Aber freu dich nicht zu früh. Das wird dein Schicksal besiegeln. Jo, erstmal ein bisschen Alkohol. Wahrscheinlich wächst er jetzt. Wow, okay, das sind viele Fruchtzwerge. Und dann lässt er auch noch einen ab. Was? Was? Hey, warum? Tja. Aber denk bloß nicht, du hättest deine Chance. Junge, du bist... fett wie sonst was. Ja, genau. Ja, ist klar. Was macht er denn? Ja, deine Mama. Was soll ich denn gegen ihn tun? Muss ich ihm diese komischen... Also ich muss ihm da diese komischen Kugeln, glaube ich, ne? Nee, keine Ahnung. Hä? Ach komm. Mhm. Du bist unfair. Okay, warte. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. So, ja genau, jetzt speit er Feuer. Hä, da kann ich ja gar nicht ausweichen. Nee, keine Ahnung, was ich gegen ihn machen soll. Das werde ich wieder verkacken. Aber auch die Anleitung hier für dieses Spiel ist auch echt so ausführlich. Ich habe noch nie eine bessere Anleitung gesehen. Okay, jetzt macht er schon 4. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Plan. So, ich weiß jetzt, wie dieser Boss hier funktioniert. Sorry für den kurzen Cut übrigens. Man muss Bowser hier sein Theater machen lassen, dann mit dem Flammenwurf ihn diese komischen Bälle zu Kristallen machen lassen
ganz hier vorne rangehen und dieses Ding grabben, springen. Habe ich ihn getroffen? Und ihm dann ins Gesicht klatschen. Wichtig dabei ist, springen. Hallo, irgendwas stimmt jetzt hier aber nicht. So, macht ein komisches Feuergedüngse. Genau. So. Ihn hier grabben. Ganz wichtig, sonst verschwinden die. Ich hab gedrückt. Mehr kann ich nicht tun. Gut, nochmal. Ja, mach du mal. Oh Gott, jetzt macht er schon 4. So, hier ihn ungefähr Feuer machen lassen. Passt schon. Sehr gut. Dann ausweichen. Dann einen grabben. Ganz wichtig. Und im richtigen Augenblick springen. Sehr gut. Bis hier vorne hingehen. Springen und B. Sehr gut. Ins Gesicht. Oh, Scheiße. Okay, er macht nur 3. Ja, mach du mal. Sehr gut, das zählte. So, Bowser, jetzt keine Spirenskins machen. Oh, Alter, da habe ich immer Angst. Bam, in your face. Habe ich ihn beim ersten Mal überhaupt getroffen? Oh, es sieht gut aus. Wir haben beide nur noch 2 Leben. Oh, Mist. Ja, genau. Grabben. Wow. Alter, er hat mich nicht getroffen. Ich ihn aber. Sehr gut. Das war sehr, sehr, sehr... Ja, jetzt macht er nur noch 2, ne? Du klein... Nein! Nein, bitte nicht. Oh, er hat ihn aber... Was? Wo ist der hin? Du bist so ein... Oh, Mist, der Kerl, ey. Ah, warte ab, dich krieg ich. Ja, genau. Ja, mach du mal dein komisches Feuerchen. Ich stell mich jetzt hier oben hin. So, und jetzt hast du gar keine Chance. Was? Warum? Oh, ich muss direkt hier vorne stehen. Das ist ja nicht wahr, ey. Oh, ich hab Angst. Ja, genau. So, hier sein komisches Feuerchen machen. Dann abhauen. So, und jetzt grabben. Positionieren, springen. Yeah! Es ist doch geschafft, oder? Ja, okay. Sieht mir ganz danach aus. Winke, winke! So muss das. Wie, er ist noch da? Verflucht, ich habe verloren. Aber trotzdem hat sich mein Traum mir erfüllt. Willst du wissen, was mein Traum war? Also, ich wollte immer nur einen würdigen Gegner finden. Und so hat sich mein Traum erfüllt. Den Kampf habe ich zwar verloren, aber ich triumphiere trotzdem. Das ist positives Denken. Ha, ich bin der Größte. Also dann, Mario, wir sehen uns wieder. Ja. Oh, Miss Star. Das war doch richtig, ne? Oh, ein Toad. Und mein Traum... Ich weiß nicht mehr, wie man Toad spricht. Und mein Traum hat sich auch erfüllt, Mario. Immerhin konnte ich dich unterstützen. Ich hatte immer geträumt, mit dir zusammen zu kämpfen, Mario. Schön, dass sich dein Traum erfüllt hat, kleiner Toad. Oh. Toad geht ins Jenseits. Mario, wirklich, wir danken dir sehr. Und wir sind dir sehr dankbar. Sorry, Bubble. Dank deiner Hilfe konnten alle Träume beschützt werden. Jetzt kann jeder auf der Welt wieder in Ruhe und Frieden träumen. Und die schönsten Träume finden sich in Insomnien ein. Ich aber werde weiter die vielen Träume beschützen.
und hoffen, dass der ein oder andere in Erfüllung geht. Oh. Boah, diese Auflösung. Krass, das ist 4K, oder? Ja, mit Credits habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, ein Fazit werde ich noch nicht geben, denn wie bereits erwähnt in der letzten Folge... Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall in einer der letzten Folgen habe ich es erwähnt. Wir sind noch nicht durch mit dem Story-Modus. Ich habe euch Content ungewollt, da, der Traum zum Beispiel, ungewollt vorenthalten. Und deshalb spielen wir den Story-Modus noch einmal durch. Und zwar auf schwer. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber es hilft nichts. Ich will euch auch noch die anderen Träume zeigen. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich nur die Träume zeige, die wir jetzt noch nicht hatten. Um mir einfach ein bisschen Frust zu ersparen. Und den Boss müsste ich ja dann auch nicht nochmal machen. Ja, das muss ich mal schauen. Ihr könnt ja gerne mal abstimmen in den Kommentaren. Ja, wie ihr es haben wollt. Wenn ich dran denke, ist oben rechts auch so ein i-Tüppchen im Video, wo ihr dann abstimmen könnt, aber das werde ich wahrscheinlich vergessen. Ich bin gespannt. Mal gucken, was uns da noch erwartet. Also zwei Träume gibt es auf jeden Fall noch. Ha, Shigeru Miyamoto. Den kenne ich. Original 3D-Models. Sound Director. Bendu. Ah ja, Tanaka. Was für ein Ding? Tanaka? Manche Namen, ne? Takashi Watanabe. Takayuki Iwabuchi. Was? Das tut mir leid. Sorry. Mein Kaffee ist leer. Ja, wie gesagt, ein Fazit werde ich noch nicht geben. Ich kann ja so im Groben und Ganzen... Ich finde, so im Groben und Ganzen finde ich den Story-Modus schon mal besser wie in Mario Party 4. Deutlich besser. Denn in Mario Party 4 war es ja so, du spielst eine Map, musst dort zwingend gewinnen. Hier auch, klar, logisch. Das hat ein Story-Modus so an sich. Oder allgemeine Mario Party. Zu gewinnen, meine ich, ne? Ja, aber in Mario Party 4 war es ja so, du spielst eine Map, musst gewinnen und dann kam noch dieses Minispiel von dem jeweiligen Brettbesitzer, sei es Goomba, Toad, Koopa, Boohoo oder Shy Guy. Und dann war das auch noch in den meisten Fällen ein Glücksminispiel und weiß ich nicht, das gefiel mir nicht so. Und der Story-Modus zog sich. Und wie er sich zog. Heilige. Ja, das war... Das kam mir jetzt hier nicht so vor. Ich meine, gut, wir haben auf leicht gespielt. Aber trotzdem, das ist deutlich besser. Das System, dass man Münzen hatte, so, das fand ich irgendwie cool. Und dann gegen die Mini-Bowsers, fand ich nicht schlecht. Ja. Wie gesagt, wir werden noch mehr davon sehen. Hier ist jetzt das Ende. Keine Ahnung, was man das sagen soll. Ich drücke jetzt mal auf A. Jetzt speichert er. Und jetzt müssten wir im Titelscreen sein, ne? Ach nee, gar nicht. Wir sind jetzt hier. Ja gut, dann bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen. Und dann geht's beim nächsten Mal wieder mit dem Story-Modus los. Und so auf schwer. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Wünscht mir Glück. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.